So Leute, erstmal guten Tacho, wunderschönen guten Morgen. Für mich ist jetzt ja kein guten Morgen. Ja, mein neuer Stern an meinem Himmel, würde ich sagen. Nee, ja. Ah, jetzt sind die Lichter ausgegangen. Meine alte klapprige Kiste ist verkauft. Wohl klapprig ist immer relativ, aber jetzt haben wir hier die neue und geile Kiste sozusagen. Ich zeige sie mal hier. Ich glaube, einen geileren Ausblick am frühen Morgen kann man fast gar nicht haben. Da drüben die Stehjagd in Walsum. Was haben wir hier? Eine E-Klasse W211. 320er Benziner V6. Avantgarde-Ausstattung. Wie man hier... Da steht es auch drauf. Ich bin jetzt wieder ein paar Tage gefahren. Jetzt war wieder Pollenalarm und alles Mögliche. Der ist saudreckig. Avantgarde heißt, der hat halt Biegsenon und allen drum und dran und Pipapo. Und da gibt es ja so unterschiedliche Ausstattungslinien. Was da hat, was man hier sehen kann, Distronic. Ich weiß gar nicht, was der... Ermatic hat auf jeden Fall, die auch ohne Probleme funktioniert. Der Wagen ist Checkheft gepflegt. Bis jetzt Checkheft gepflegt sogar. Also kein irgendwie erst vor 100.000 Kilometer oder so aufgehört, sondern das ist wirklich komplett aktuell alles gerade. Der hat... 145.000 runter, nachweisbar, vor allen Dingen komplett nachweisbar, so gut wie jeder TÜV-Bericht ist vorhanden, Werkstatt, Rechnungen und so weiter und so fort. So Leute, erstmal guten Tacho, ein neuer Versuch. Ich hatte ja irgendwann mal letzte Tage versucht, das Video schon mal zu machen. Da war im Hintergrund die Stehjagd, da war ich am Rhein. Und was auch immer passiert ist, keine Ahnung, irgendwie habe ich den Ton von dem Mikrofon hier irgendwie ausgemacht. Keine Ahnung wie oder irgendwas habe ich hier vielleicht gedrückt in der Kamera. Bild ist auf jeden Fall da, aber kein Ton. Deswegen mal hier auf ein neues. Deswegen nicht wundern, dass jetzt hier die View ein bisschen anders ist. So, es geht um das schöne Fahrzeug hier. Der neue Scoopy Benz, eine E-Klasse W211. Ich wollte schon W124 wieder sagen, aber stimmt ja gar nicht. Als 320er, Benziner, V6. Hier hat mir doch jetzt tatsächlich irgendwas drauf geschissen. Ich habe den Wagen gerade, obwohl das ist nur Schaum. Vielleicht ist es nur Schaum. Keine Ahnung. Riesen Kofferraum. Nee, ist nur Schaum. Kann man nämlich hier sehen. Riesengroßer Kofferraum mit Durchlademöglichkeit. Es ist die... Avantgarde-Ausstattung, also die höchste Ausstattung, die es da gibt. Das kann man kann ja Classic, Elegance und Avantgarde auswählen. Und ja, das ist die Avantgarde-Ausstattung. Den 320er gibt es nur mit Automatik. Jetzt weiß ich auch, wofür diese Blende hier vorne drauf ist auf dem Grill. Und zwar hat dieses Fahrzeug nicht nur Tempomat, sondern Distronic. Das heißt, der regelt zu deinem vorausfahrenden die Geschwindigkeit und den Abstand, also passt das automatisch immer an, bremst und beschleunigt und so weiter. Dann hat er die ganze Ermatic-Geschichte. Ist jetzt natürlich auf runtergefahrene Höhe eingestellt. Man kann den auch hochfahren und dann hat er noch quasi drei Härte-Einstellungen fürs Fahrwerk. Jo, das funktioniert auch, Gott sei Dank. Der Wagen ist von 2004. Ich gehe mal so ein bisschen drum rum, während ich erzähle. Sorry, dass jetzt hier ein bisschen laut ist. Wir haben jetzt mittags Berufsverkehr, hier fahren die LKWs lang. Ich hoffe, dass es mit dem Mikrofon trotzdem halbwegs geht. Hat Biegsenon, klar, ist halt Avantgarde, hat der Biegsenon. Ich habe auch schon ein paar Kleinigkeiten verändert, seit ich den gekauft habe. Eigentlich wollte ich den zeigen, noch bevor ich das alles gemacht habe, obwohl das sieht man alles jetzt gar nicht. Zum Beispiel hier drin. Waren so hässliche LEDs. Ich habe da jetzt von Bosch diese Ultra-Wide Xenon Look W5 W-Birnen reingemacht. Ich hatte mir von Philips diese LEDs gekauft, die zugelassen sind. Da macht das Auto aber Probleme. Also deswegen dann auf herkömmlichen Wege und fertig, Ende. Was soll ich da rumspielen mit irgendwelchen LED-Scheiß? Denn den ganzen Scheiß war auch im Innenraum verbaut. Kann ich das jetzt mal zeigen? Jetzt seht ihr von innen. Das ist in so einem Blau. Mir gefällt das richtig, richtig gut, als ich den Wagen beim Händler gesehen habe. So, jetzt fühle ich mich mal eben von hier drin. Beziehungsweise die Bilder gesehen habe. Auf Bildern sah das gar nicht blau aus, sondern eher gräulich. Aber das war dann halt
wie soll ich sagen, den Bildern geschuldet. Was wollte ich überhaupt zeigen? Ach ja, jetzt geht hier gar nichts. Warum geht hier gar nichts? Okay, das geht schon mal. Das geht schon mal nicht. Ah, das geht. Muss noch die Knöpfe hier. Da sind jetzt wieder normale Birnen drin. Beim Kauf war hier überall LED drin. Wie auch diese kleinen Birnen als LEDs, zum Beispiel so welche hier, die Soffitten waren zum Beispiel unten drin und überall hat es hier geblinkt, es hat nicht dauerhaft geleuchtet, es hat alles nicht richtig funktioniert. So, hier sehen wir auch schon mal das erste, was nicht ich gemacht habe, sondern der Vorbesitzer. Hier unten ist LED, hier oben ist auch LED, die funktioniert sogar mal, die funktioniert auch, aber ich weiß gar nicht hier. Da hinten sollte eigentlich funktionieren, dann fangen sie mal an zu blinken und ach, voll der Scheiß hier. Ehrlich. So, jetzt weiß ich nicht, was an und was aus ist. Ja, da wird auf jeden Fall ein Originalzustand zurückversetzt, Leute. Habe ich schon Birnen bestellt. Wahrscheinlich mal, als sie frisch eingebaut worden waren, aber das habe ich alles wieder original zurückgerüstet. Jetzt sieht das auch wieder smooth aus. Nur hinten im Fußraum muss ich es noch machen. Hatte ich jetzt noch keine Zeit für. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist auch das Originalradio nicht mehr drin. Das habe ich schon umgerüstet. Dazu habe ich auch schon ein Video aufgenommen. Und da ist auch Gott sei Dank nichts passiert mit dem Ton. Also ich habe da wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich Scheiße gebaut hier beim Aufnehmen. Das ist ein Android-Radio, ein Phantom NAV. Das seht ihr dann aber alles dann im entsprechenden Video. Ja, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber halt original passgenau und so weiter habe ich jetzt auch nicht selber aus China gekauft. Es gibt nämlich einen hier in Deutschland, der die Dinger vertreibt mit kompletten Kabeln und alles drum dran, aber das erzähle ich euch dann. Hat halt Leder in Blau, hat hier diese 4-Zonen-Klimaautomatik, also den großen Bums. Ist allgemein eigentlich sehr gut ausgestattet, würde ich sagen. Hat jetzt nur auf der Beifahrerseite keine Memory-Funktion, aber daran habe ich es jetzt nicht festgemacht. Leider kein Schiebedach. Aber bei dem Zustand dieses Fahrzeugs und dafür, dass der auch nur 146.000 Kilometer runter hatte, alles nachweisbar. Ich habe jegliche Papiere. Der ist komplett Checkheft gepflegt bis jetzt. Alles ist belegbar. Ich habe alles dabei gekriegt, sonst hätte ich es auch selber nicht geglaubt. Und für den Preis vor allen Dingen, ich habe jetzt um die 8.000 Euro bezahlt. Ohne dem, was ich jetzt noch reinstecke und reingesteckt habe. Denn da kommen da noch ein paar Sachen, wie das Radio, was ja nicht so ganz günstig ist. Außer man kauft sich selber jetzt in China, aber dann hat man den ganzen Probleme, die dann folgen, die ich jetzt nicht habe und hatte. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ja, hat halt schöne LED-Rückleuchten und der ganze Kram. Ist halt trotzdem 20 Jahre alt, ob sieht man jetzt nicht ganz so an. Finde ich. Also ich habe ihn jetzt gerade, nur so halbherzig gewaschen. Die Felgen bleiben natürlich nicht. Werdet ihr demnächst sehen, wenn ihr Bock habt. Hier hat er aber irgendwo einen ganz kleinen Titscher gehabt. Das kann ich aber abwickeln lassen, entweder über die Versicherung oder ich fahre mal selber irgendwo hin. Ansonsten hat er nämlich keine Macken und keine Schrammen oder Beulen. Das ist das Einzige, wo der mal ein bisschen Kammspuren hat. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Der wird mal richtig aufpoliert werden. Ob ich den ein bisschen noch tiefer legen soll, weiß ich gar nicht. Ich bin mal gespannt, weil da kommen 19 Zoll Räder drauf, wie es dann ausschaut. Weil eigentlich finde ich den von der Tiefe her eigentlich gut. Ich tue mal die Kamera auf den Boden und dann mache ich den Wagen mal an. Obwohl, machen wir gleich. Machen wir gleich, weil ich wollte dann das Mikrofon nämlich mal hinten dran machen. Ich höre den ja gar nicht, wenn ich den Wagen starte. Der ist innen drin so super abgeschirmt, also du hörst nichts. Da bin ich wirklich, ich bin ernsthaft am Überlegen, hier quasi die Optik mit dem Sportpaket zu verbauen. Quasi rechts und links jeweils ein Endrohr und dann ein bisschen was zu machen. Der soll nicht brüllen, das ist halt, ja, keine Ahnung, irgendwie fühle ich mich wie so ein Bundeskanzler, wenn ich damit fahre. Keine Ahnung, irgendwie ist das so. Und keine Ahnung, ich habe meinen alten Benz ja verkauft. Und habe dafür echt, echt gutes Geld bekommen. Und hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, eigentlich steht die Kiste doch ganz gut da. Und ja, oh, was haben wir denn hier oben? Ach ja, stimmt, da habe ich mein Mikrofon hingeklebt. Das fällt mir jetzt erst auf. Das sieht ja doof aus. Das hätte ich ja besser machen können. Das war natürlich jetzt wieder eine Dulli-Aktion.
Ja, mal gucken. Vielleicht klebe ich das Mikrofon fürs, das ist nämlich fürs neue Radio. Vielleicht werde ich es anders irgendwie mal platzieren, mal sehen. Aber das seht ihr dann alles im entsprechenden Video. Ja, was sonst gibt es eigentlich großartig gar nichts zu sagen. Was ich schon gemacht habe, wie das neue Radio kommt, ein extra Video. Und ja, von innen, habt ihr gesehen, ist da in Blau. Alles mögliche elektronisch und elektrisch und Leder und, ne, hier ist alles beleuchtet, da unten ist beleuchtet, aber alles im dezenten Rahmen, hier nichts Kirmesmäßiges, sondern alles so, wie es ab Werk sein soll. Und mehr will ich da auch gar nicht haben, wie diese ganze bunte Ambient-Kacke da, die da überall jetzt eingebaut wird, weiß ich nicht. Das ist irgendwie Kirmes oder ich werde auch einfach zu alt dafür, das kann auch sein. Ich sollte besser von oben nach unten filmen, sehe ich glaube ich besser aus. Ach so, ich war noch beim Tätowierer heute, haben wir schon mal mein Motiv da zusammengeschustert. Von da komme ich nämlich gerade und deswegen sieht mein Arm so komisch aus, falls mal jemand fragen sollte. Ja, was mache ich dann? Dann mache ich den Wagen mal hoch. Ne, erstmal starte ich den Wagen, ich werde das Mikrofon jetzt hinten dran klemmen. So rum vielleicht. So, hole ich euch mal lieber als Ton wieder ab hier, damit ihr mich auch hören könnt. Mikrofon riecht jetzt nicht irgendwie nach Benzin. Okay, habe ich also nicht neben den Ausgang gehangen. Ich hoffe, tonmäßig ist alles drauf und ich hoffe vom Bild her auch. Jo, jetzt ist er wieder runtergefahren. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das aussieht, weil ich habe das selber von außen noch nicht gesehen, wie der hoch und runter fährt. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass hinten irgendwie ein bisschen tiefer hängt, aber das hatte ich bei meinem alten Mercedes auch. Wenn man jetzt aber die Schwelle anguckt, dann ist es nicht so, dass ich meine immer, die Radkästen werden hinten mehr ausgefüllt als vorne, aber ja, mal schauen. Vielleicht mache ich vorne ein paar Koppelstangen rein und lasse den vorne ein bisschen tiefer, weil hinten reicht mir das eigentlich. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal fahren, zufrieden sein. Ich hoffe, vom Sound her konnte man ein bisschen was hören jetzt hier hinten mit dem Mikrofon. Ich habe es nämlich direkt, ja, ihr habt es ja gesehen, hier unten dran geklemmt. Vielleicht könnte ich es auch mal machen während der Fahrt, aber nicht mehr in diesem Video, das mache ich dann irgendwie extra so ein bisschen. Ja, muss mal ein bisschen aufbereitet werden, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, in diesen Kanten ist so ein bisschen Dreck drin, jetzt aber auch nicht übermäßig viel oder so, aber solche Sachen zum Beispiel, ne, hier wie, ja, was soll ich sagen, wenn da halt, ich gehe mal davon aus, der wird die meiste Zeit auch, hier ist ein bisschen Grünspan drin, das kriegt man alles wieder raus. Wenn es nur dabei bleibt, hör mal, dann bin ich aber sehr zufrieden. So eine geile Kiste für anständiges Geld bei einem Händler gekauft zu haben, mit Gebrauchtwagengarantie und allem Pipapo. Von daher, Leute, ja, ich bin mehr als happy und ja, also habe mich richtig verliebt in diesen Anblick. Also ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber ich finde diese Kiste einfach mega, mega geil. Wie gesagt, habe halt schon lange geguckt, was ich machen würde. Wenn mein altes Schätzchen, wenn ich das nicht so hinkriegen sollte mit dem Restaurieren oder so diesem Herrichten, wie ich es halt gerne gehabt hätte. Und ja, so, das ist jetzt dabei rausgekommen. Nächste Video wird sein, wie ihr auf jeden Fall, wie ich das Radio einbaue. Das habe ich auch schon aufgenommen. Das ist auch alles, ich habe sogar schon geschnitten. Ich musste halt das jetzt hier eben einmal nochmal neu aufnehmen. Und ich gehe mal davon aus, danach das Video mit dem Mercedes wird sein, wie ich die neuen Felgen draufballer. Mal schauen,
wenn sie denn mal da sind. Ich hoffe, die sind bis Pfingsten da. Dann wird der ein oder andere, der Pfingsten zu meinem Ride-Out kommt und mit mir zelten geht, oder ich gehe mit denen zelten, wird er den Wagen auf den neuen Felgen in Real Life sehen. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonnieren, liken, kommentieren. Keine Ahnung, vielleicht habt oder hattet ihr ja auch schon mal so eine Kiste. Ich gehe mal davon aus, viele von euch hatten schon so eine Kiste oder hätten haben können. Weil wie gesagt, der Wagen ist halt auch schon 20 Jahre alt. Egal, Leute. Ich, ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren, habe ich schon gesagt. Ich werde jetzt gemütlich nach Hause benzen. Mir erstmal mein provisorisches Tattoo abwaschen, weil dann geht es noch zum Steuerberater. All der Kram, was YouTuber machen müssen. Als wenn ich damit jetzt zu viel Geld verdienen würde. Nein, Quatsch. Okay, haut rein, wir sehen uns.